So wie Hendrik Wüst versuchen auch viele andere seiner Länderkolleginnen und Kollegen, eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, gleichsam aber auch die Balance zu halten und den Menschen noch Hoffnung zu geben, dass wir etwa ein anderes Weihnachten erleben werden als noch im vergangenen Jahr. Und dazu gehört eben so viel Normalität zuzulassen, wie es mit 3G oder 2G und den dazugehörigen Kontrollen eben geht. Damit jonglieren nun erstmal die Schausteller auf den Märkten, wenn sie denn überhaupt noch mal aufgebaut werden. Jan Koch. Direkt hinterm Kölner Dom liegt sie quasi schon in der Luft, die Weihnachtszeit mit Glühwein und Reibekuchen. Letzte Vorbereitungen, auch für Hans-Paul Kaschinski. Seit mehr als 10 Jahren verkauft er hier Kerzen, Laternen, Adventsdeko. Letztes Jahr blieb die Kasse leer. Dieses Jahr soll es nächsten Montag endlich losgehen. Oder vielleicht auch nicht? Dieses Jahr ist, finde ich, ist es eigentlich viel, viel schlimmer, weil die ganze Zeit einfach findet statt, findet es nicht statt. Das ist so ungewohnt. Findet es unter 2G, unter 3G statt? Findet man genug Personal? Weil das ist auch eine Frage heutzutage. Die ganzen Studenten und sowas, die früher für uns gearbeitet haben, die haben irgendwelche anderen Jobs auch. Oder auch langjährige Mitarbeiter, die es für uns gemacht haben, haben sich auch anders orientiert. Und das ist, wie gesagt, ist alles schwierig. Ne? Gut 140 Standbesitzer hoffen jetzt einfach, dass alles klappt. Die gelagerte Ware aus dem letzten Jahr soll jetzt endlich an den Mann kommen. Ein zweites Jahr ohne Weihnachtsgeschäft können sich viele einfach nicht leisten. Da wäre ich aber auch sehr schwer enttäuscht gewesen, weil ich will das ja. Genau, wir wollen ja so einen Markt machen. Wir wollen gerne verkaufen, das ist einfach unser Leben. Und das ist einfach der Weihnachtsmarkt, der gehört einfach jedes Jahr dazu. Wenn alles aufgebaut ist, kommen normalerweise 1,5 bis 2 Millionen Menschen hier in die Kölner Altstadt. Dieses Jahr rechnen sie mit 30% weniger, was noch in Ordnung wäre, sagen sie. Die Regeln dafür sind klar. Kommen kann nur, wer geimpft oder genesen ist, also die 2G-Regeln erfüllt. Es gibt Kontrollteams auf dem Markt und es gibt die Bitte an den Ständen, halt aus seinen Impfnachweis einmal zu zeigen. Man wird dann gestempelt und danach, so ähnlich wie in der Disco, kann man dann an jedem anderen Stand ganz normal weiterkaufen. So könnte es klappen, hoffen viele Schausteller in ganz Deutschland. Und blicken bange nach München. Hier heißt es abbauen statt aufbauen. Hier wurde die Hoffnung gestern begraben. Der Christkindlmarkt komplett abgesagt. Der Frust ist bei uns allen nicht schon recht groß, weil man hätte es ja letzte Woche auch schon entscheiden können. Weißt, gestern haben wir aufgebaut, heute bauen wir wieder ab. Super, vielen herzlichen Dank. Wer zahlt uns das? Also, keine Ahnung. Die Hilfen müssen kommen. Und Entschuldigung wäre auch schön. Weil der Viktualienmarkt darf stattfinden. Keine Ahnung, Sportveranstaltungen finden statt, im Stadion sind es drin, die Diskotheken, die Clubs haben auf, wir sind in der frischen Luft. Was soll denn bei uns passieren? Das zweite Jahr in Folge ohne Christkindlmarkt. Die Corona-Situation lasse keine andere Entscheidung zu, so die Stadt München. Daran wollen sie in Köln gar nicht denken. Und trotzdem schauen einige auf morgen, auf die Ministerpräsidentenkonferenz, dass der Traum vom Weihnachtsgeschäft nicht doch noch platzt. Denn es liegt doch schon quasi in der Luft, der Glühwein und die Weihnachtszeit.